Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Nach einer kurzen Pause spiele ich das Spiel wieder weiter. Mir ist noch aufgefallen im Nachhinein, dass ich die ganze Zeit Motion Blur dran hatte. Und wie man vielleicht weiß, hasse ich Motion Blur. Von daher habe ich das jetzt ausgeschaltet, wie man sieht. Sieht schon viel besser aus. Und wir sind ja hier das letzte Mal in diese Höhle gegangen, die in die Mine führen sollte. Mal schauen, was uns hier so erwartet. Ich denke mal nichts Gutes. Aber lassen wir uns mal überraschen. Genau, jetzt sind wir hier hinter diesem Tor, das wir ja auch schon gesehen haben, das verschlossen ist. Das Spiel hat schon ein bisschen so ein creepy Vibe. Aber gut. Denn man weiß nie, was uns hier nach der nächsten Ecke erwartet. Nächste Tote. Oder andere Geheimnisse, die versteckt wurden. Fahrstuhl. In die Tiefen der Mine hinein. Hier gibt's nichts, okay. Ja gut, sieht mir sehr sicher aus. No! Mm. Ja gut. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wenn ich hier den Knopf nach unten drücke, der Fahrstuhl nach unten fährt. Ja. Müssen wir halt kurz warten. Jetzt noch. Ja gut, geht ein Stückchen nach unten. Nur ein paar hundert Meter. Und würde noch weiter nach unten gehen. Aber es ist wohl hier unsere Endstation. Wo wir hin sollen. Abzeigungen links und rechts, die aber nicht wirklich was zu bedeuten haben. War wohl hier nichts Kleines, wie es mir scheint. Wasser. War wohl doch schon etwas Größeres. Spitzhackenregal. Leerer Platz. Spitzhacke. Schattengestalt?
Spitzhacke ist irgendwo in der Wand. Okay, wir müssen wohl die Spitzhacke finden. Diese Fahrstuhl fährt wohl nicht mehr. Oder doch? Oh shit. Ist das nicht die Mutter? Kaputtes Schloss von außen. Opfer ertrunken vor dem Tod. Postmortal. Okay, da fehlt uns noch sehr viel, das aufzuklären. Nach oben, nach unten. Ich hab's geahnt. Eine Person nach dem anderen stirbt hier einfach. Sie bringen sich alle gegenseitig um. Weil sie einfach verrückt sind. Zug. Der uns wahrscheinlich erst was bringt, wenn wir die Spitzhacke haben, um den Weg frei zu räumen, schätze ich mal. Und damit fahren wir vielleicht dann in das Schloss hinein. Oder? Ich kann ja trotzdem mal schauen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie was... Vielleicht mit Speed. Dann kann ich es ja mal versuchen. Aber ich schätze mal nicht, dass es was bringt. Ah doch. Okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Ah, vielleicht machen wir hier ein Seil irgendwie dran. Die Tür wegzureißen. Könnte sein. Ich lasse das Teil mal an. Obwohl. Nee. Ich glaube, wir fahren jetzt damit einfach weiter. Denn die Weiche ist nach gerade ausgestellt. Und dann müssen wir nicht laufen. Natürlich convenient. Was ist hier? Die Spitzhacke. Aber können wir jetzt das nicht mehr untersuchen? Muss das Licht drauf scheinen? Hallo? Hallo? Vorhin stand doch gerade noch untersuchen. Nicht, dass es ein Bug ist. Ja, egal, ich fahre mal weiter. Wo wir die Spitzhacke wahrscheinlich brauchen. Um die Geschichte zu vervollständigen. Hin. Okay. Ich glaube,
gibt's falsch und richtig? Ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir nehmen müssen. Und ja, keine Ahnung. Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt das Seemonster-Tore verschlossen. Das Seemonster-Tor. Creepy stuff. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Irgendein Ritual ist fehlgeschlagen. Aber was für ein Ritual? Was ging hier vor sich? Gut, wo müssen wir hin? Ich schätze mal in den großen Raum. Da oben aber. Wir gehen trotzdem mal hier durch. Okay, hier geht's zurück. Die nächste Leiche. Ich glaube, ich sollte dem Teil folgen. Ja, das führt uns in den großen Raum. Shit! Was war das für... Really? Das Spiel wird ja richtig creepy. Holy shit. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Was zum Teufel war das? Oder wer zum Teufel war das? Ich finde das echt ein bisschen creepy hier.